Er trainiert allein in einer städtischen Sporthalle. Stefan Holm, 31 Jahre alt. Wenn man ihn so sieht, könnte man meinen, er habe sich Sprungfedern unter die Schuhe geschnallt. Das Trainingsequipment, das er hier aufbaut, hat Holm selbst entwickelt. Er legt die Latte auf 1,60 Meter. Ein knallhartes Programm. Seit er 15 ist, trainiert er so hart. Vor 4 Jahren bei den Olympischen Spielen in Athen zeigte er der Welt, was in ihm steckt. Als Hochspringer hat Holm jedoch einen entscheidenden Nachteil. Er ist nur 1,81 Meter groß. Unter den Finalisten von Athen war er der Kleinste. Trotz dieses Mankos holte der Schwede Gold. Gegen ihn ist der Silbermedaillengewinner Hemingway mit 2,01 Meter ein Hüne. Seit 20 Jahren hat es keinen kleineren Olympiasieger im Hochsprung gegeben. Im darauffolgenden Jahr setzte Holm eine neue persönliche Bestmarke. 2,40 Meter, die bislang höchste Sprunghöhe im 21. Jahrhundert. Sehen wir uns einmal an, wie hoch 2,40 Meter tatsächlich sind. Sehr viel höher als die Köpfe dieser japanischen Passanten. Fast so hoch wie die Decke in diesem Büro und sogar höher als diese öffentliche Telefonzelle. Und noch etwas ist bemerkenswert an dieser Marke. Sie liegt 59 cm über Holms Körpergröße. Auch das ist ein Rekord in der Geschichte des Hochsprungs. Mangelnde Körpergröße ist nicht das einzige Handicap des Schweden. Donald Thomas kam auf 93 cm beim Vertikalsprung. Holm schafft nur 60. Das sind 10 cm weniger als die Durchschnittshöhe der japanischen Hochspringer bei Olympischen Spielen. Wie also stellt Holm es an, so hoch zu springen? Um das herauszufinden, filmen wir seinen Sprung mit mehreren Hochgeschwindigkeitskameras. Holm markiert wichtige Punkte der Anlaufstrecke mit Klebeband. Genauso, wie er es bei einem echten Wettkampf tun würde. Jeder Sprung wird ernst genommen, auch wenn es nur Training ist. Holms Sprungtechnik zeichnet sich durch ein extrem hohes Anlauftempo aus.
Er erreicht Geschwindigkeiten bis zu 30 Stundenkilometern und gehört damit zu den schnellsten Anläufern der Welt. Vom Anlaufbeginn bis zum Absprung vergehen nur 5 Sekunden. Wir filmen seine Bewegungen in dieser Zeit aus 4 verschiedenen Blickwinkeln. Unsere Spezialkameras können 5-mal mehr Bilder pro Sekunde aufzeichnen als herkömmliche Kameras. Eine von ihnen haben wir so installiert, dass sie den gesamten Sprungbereich bequem abdeckt. Sie liefert uns ein Gesamtbild des Sprungs von Anfang bis Ende. Eine andere Kamera ist auf Höhe der Latte platziert. Sie zeigt uns den Springer während des Flugs in Nahaufnahme. Eine weitere Kamera wird oberhalb des Sprungbereichs aufgehängt. Sie gibt uns einen Überblick über die Anlaufstrecke und den Absprungpunkt. Zusätzlich verwenden wir eine Ultrahochgeschwindigkeitskamera, die jede Sekunde das 83-fache des herkömmlichen Videomaterials liefert. Damit können wir Holmes Absprung bis in die kleinste Bewegung analysieren. Betrachten wir den Moment, in dem die Anlaufgeschwindigkeit in Auftriebskraft verwandelt wird. Der Absprung. Holmes Körper bildet eine gerade Linie, die Richtung Absprungpunkt zeigt. Mit einem einfachen Stab lässt sich demonstrieren, warum ein gestreckter Körper den Springer beim Absprung nach oben treibt. Wirft man den Stab schräg auf den Boden, springt er mit einer Drehbewegung nach oben. Der durch den Anlauf gewonnene horizontale Impuls wird im Augenblick des Absprungs in eine Schwenkbewegung nach oben gewandelt. Diese Bewegung wird aufrichtende Drehung genannt. Durch die Anlaufgeschwindigkeit wird Bewegungsenergie erzeugt. Holm übernimmt die Rolle des Stabs. Je gestreckter sein Körper ist, desto besser kann die Bewegungsenergie in Auftriebskraft umgewandelt werden. Doch nicht jeder ist in der Lage, sich dieses physikalische Phänomen zunutze zu machen. Sehen wir uns den Moment des Absprungs noch einmal genau an. Aufnahmen der Ultra-Hochgeschwindigkeitskamera. Im Augenblick des Absprungs muss das Sprungbein einiges aushalten. Der Stoß entspricht rund 650 Kilogramm. In Holms Fall dem Zehnfachen seines Körpergewichts. Auch der Fußknöchel wird dabei stark belastet. Eine extrem hohe Anlaufgeschwindigkeit, eine kerzengerade Absprunghaltung und ein linkes Bein, das stark ist wie ein Ochse. Dank dieser drei Faktoren gelingt es Holm, seine geringe Körpergröße zu kompensieren. Wie kann man ein Bein so trainieren, dass es einer derartigen Belastung standhält? Die Antwort: mit Gewichten. Holm zeigt uns, wie es geht. Durch Veränderung des Kniewinkels und der Hebetechnik werden unterschiedliche Muskeln beansprucht. Dabei konzentriert sich Holm ganz auf sein linkes Bein. Er hebt Gewichte von bis zu 200 Kilogramm. In einer kurzen Pause studiert Holm das Trainingsprogramm, das er selbst für sich entwickelt hat. Er beschließt, das Gewicht zu erhöhen.